Hallo und herzlich willkommen, ich bin Tim und heute gibt es wieder ein kleines Duell zwischen PK Fire und Cosmo. Ja, mal gucken, was das die Giganten, sage ich mal, des alten Formates auf jeden Fall jetzt noch an den Start bringen. PK Fire ist ja immer noch eins der besten Decks. Und ja, mal gucken, was Cosmo noch dagegen halten kann, wie gut es ist. Ja, ich würde sagen, fangt an, Jungs. Ich habe mir noch einen Co-Kommentator gesucht. Ja, ich, Leon, wieder dabei. Cosmo, klar, altes Deck inzwischen, altbekannt, durch den Darkstrafe 1 natürlich nicht mehr ganz so spritzig wie früher. PK immer noch, trotz vieler Karten, die auf der Bande sind, immer noch sehr gefährlich. Immer wieder dabei oben bei den Tops auf den großen Events. Ist interessant auf jeden Fall, jetzt das hier zu sehen. Ja, ich werde mehr für die PK Fire Engine sprechen und Leon mehr für die Cosmo Sachen und ich denke, so können wir das ganz gut aufteilen. Wer fängt an von euch beiden Jungs? Der PK Fire Spieler fängt an und dann würde ich sagen, los geht's. Eine Glow wird die Boots kommen Specials. Und da kommt der erste Dante. Keine Sherrys? Ja, noch nicht. Glück gehabt, würde ich sagen. Und der Mill ist natürlich gar nicht mehr so schlecht, wobei der Tetatombrog gemillt wurde, was die Speedroids natürlich nicht mehr ganz so gut macht jetzt. Sehr, sehr schade natürlich. Aber damit muss man rechnen. Ja, nimmt den Deck, klar. Noch etwas Geschwindigkeit, aber Terrorkrasse trotzdem immer noch. Sehr konstant. Auch ohne den Deck. Gerade in Verbindung mit den PKs. Ja, klar. Und jetzt sehen wir hier einen gebanischten Boots für eine Frogblade und eine gebanischte Glock, um eine Glow auf die Hand zu suchen. Ein Fafa wird abgeworfen für die Beatrice, die natürlich extrem gut ist. First Turn. Und noch eine Karte. Zwei Karten werden gesettet. Und damit ist der Cosmo später dran. Cosmo kann gut starten, kann auch nicht gut starten. Und am Gesichtsausdruck des Spiels ist mal ganz klar, es ist nicht so gut. Jetzt kommt die Cosmo Town. Definitiv einer der besten Cosmo-Karten, ja, auf jeden Fall. Also allgemein einer der besten Field Spells, die es, denke ich, im Spiel gibt aktuell. Drei Effekte, die einfach alle klar sagen, Cosmo, Bratgeschwindigkeit. MSTs lohnen sich nicht gegen sie, weil sie kommt einfach nochmal oder es kommt was anderes, was halt noch schlimmer ist. Und sie sucht sich einfach selber, das finde ich irgendwie so. Das ist echt das Krasse. Und ja. Super. Ja, das war. Eine Karte wird nur gesettet. Plus Cosmo Town, das ist. Und der Töntüster mit der Glow, der natürlich die wieder auch wieder und die Beatrice wird aktiviert. Der Nante wird abgehängt, ein Skarm wird reingelegt und eine Karte wird auch noch. Das war die Ertränkung, das wäre geschossen. Wichtig gewesen. Schade, aber damit ist zu rechnen. Und der Skarm sucht in der Endphase. Entweder die Tourguide oder vielleicht den Gruff. Was glaubst du? Ich bin unentschlossen, aber es ist der. Es ist anscheinend der Baba und der Fafa wird auf die Hand genommen. Der Fafa kommt vom Friedhof durch den Dante und der Baba wird durch den Skarm geholt. Das könnte jetzt entscheidend sein, für Krasnodar wieder ins Spiel zu kommen. Die Hand sah nicht so gut aus. Oh, ein Tourguide. Ein Tourguide wird ausgespielt. Da kommt der noch hin. Das ist Special. Und wahrscheinlich auf den Gruff, beziehungsweise auf den Zier. Nein, es ist tatsächlich der Gruff, der natürlich einen aus dem Deck specialen kann. Ja, Cosmo kommt immer noch wohl nicht ins Spiel. Der Spieler ist ziemlich am. Er verzweifelt an dem Deck gerade. Liegt es am nicht guten Mischen? Ist das Deckbild nicht gut? Ich habe keine Ahnung. Ja, und der Cosmo-Spieler gibt auf. Einmal noch mal die Hand bitte zeigen, das ist sehr interessant. Also ich hab's jetzt schon weggehauen. Ich hatte
also plus die auf dem Feld hatte ich alle drei Cosmos. Mein Starter war halt noch eine Farmgirl. Farmgirl hatte ich weggemischt, um zu hoffen, dass ich irgendwas Besseres ziehe, weil ich hätte über Beatrice sowieso nicht rüberkommen. Ich habe mir einfach einen Tintkill gewünscht, klar, das ist sehr, sehr, sehr risikoreich und habe dann das Mark 10 nachgezogen und hatte ansonsten noch zweimal Cosmojo und die Ertränkende, die hat dann mir noch geschossen mit dem Twinfister. Also sehr, sehr, sehr unglücklich gestartet. Kam nichts im Endeffekt.